So, hallihallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Pixelhellen-Kanal. Mein Name ist Mushroom und wir spielen gemeinsam Todd, Just Another Silent Hillish Game. Ja, wie ihr seht, wieder ein RPG-Maker-Horrorspiel. Obwohl wir noch unterwegs in Düsterburg haben, zocken wir jetzt ein anderes RPG-Maker-Spiel. Da wir Outlast jetzt beendet haben, habe ich ja Platz für ein anderes Horrorspiel. Und ich dachte mir, komm, spielen wir mal Todd. Ich habe schon viel darüber gelesen, dass es echt gruselig sein soll und echt gut sein soll. Ist von Karen oder Sharon. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Es tut mir echt leid, gell? Ich kann einfach nicht Namen aussprechen. Schon etwas älter, das Spiel. Und ich habe es mal kurz angespielt gehabt und ich muss echt sagen, die Atmosphäre ist echt Bombe, echt cool gemacht. Super. Und ich würde sagen, wir springen einfach rein. Ich weiß gar nicht, wir spielen, glaube ich, Judith heißt sie. Judith. Und wir springen. Und wir wissen nicht, was hier abgeht. Irgendwas ist hier faul. Oh fuck. And they held each other and kissed. And pushed each other's darkness into the corner. Believing in each other's light, each other's dream. Von Hubert Selby Jr. A game by Karen. Das Intro ist schon mal sehr geil. Mama! Was ist passiert? Mein Kopf schmerzt. Ich bin eine Frau. Ein bisschen weicher sprechen. Wie lange habe ich geschlafen? Hä? Ist das mein Zimmer? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Mutter ist hier. So. Das wird noch alles erklärt, klar, keine Sorge. Sprech mal kurz hier den Bär, ne? Das ist nicht meine. Außerdem hasse ich Stofftiere. Der Schrank ist leer. Schrank ist leer. Ziemlich dichter Nebel da draußen. So, Freunde, wir sind hier in Judiths Zimmer. Das wissen wir ja nicht, ob es ihr Zimmer ist. Sie hat es ja selbst bezweifelt. Spielinformation. Willkommen in der Welt von Todd. Im Folgenden werden einige Dinge, die den Spielablauf betreffen, erklärt. Ich glaube, wir machen das einfach mal, damit wir alle wissen, wie es hier abgeht. Das Spiel. Todd ist kein actionorientiertes Abenteuer. Der Großteil des Spielablaufs erinnert also mehr an ein klassisches Adventure. Verschiedene Rätsel müssen mit Hilfe von verstreuten Informationen gelöst werden. Zudem wirst du im Spiel oftmals die Möglichkeit haben, einen bestimmten Weg einzuschlagen, der dir dann unterschiedliche Einblicke in die Geschichte offenbart. Selbst die scheinbar unwichtigsten Dinge können den Spielablauf massiv beeinflussen. Das bedeutet, dass die Geschichte Zwischensequenzen, Orte oder sogar zu findende Gegenstände variieren können. Als nächstes die Konfrontation mit Gegnern. Wie schon bereits erwähnt, ist Todd nicht auf Kämpfe mit Waffengewalt ausgelegt. Verdammt. Gegner gibt es also wenige und es braucht eine bestimmte Vorgehensweise, um ihnen zu entkommen. Achtung, nur ein Schlag eines Gegners befördert dich zum Game-Over-Bildschirm. Dumm.
Deshalb halte Ausschau nach Telefonen, an denen ein blauer Punkt leuchtet. Das sind die Speicherpunkte in Tort. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Menü. Das Menü erreichst du mit der Abbruchtaste Escape. Es besteht aus insgesamt 4 Unterpunkten. Links wird mit einem Balken angezeigt, wie es um die psychische Belastbarkeit steht. Die 4 Unterpunkte sind Beruhigungsmittel, Gegenstände, Notizen und Spielende. Beruhigungsmittel. Im Spiel wirst du vielleicht ein Beruhigungsmittel finden. Dieses dient dazu, die psychische Belastbarkeit der Heldin zu steigern, wenn es sehr schlecht darum bestellt sein sollte. Aber Vorsicht! Dieser Gegenstand ist sehr rar über das Spiel verteilt und sollte deshalb mit Bedacht eingesetzt werden. Also am liebsten gar nicht. Gegenstände. Hier werden alle gefundenen Gegenstände und Schlüssel aufgeführt. Schlüssel können nicht benutzt werden, sondern werden automatisch verwendet, sofern der Schlüssel nicht Unterpunkt Verwenden besitzt. Alle sonstigen Gegenstände müssen an den jeweiligen Stellen im Menü ausgewählt und benutzt werden. Okay. Hier Notizen. Hier werden alle Briefe, Schnipsel, Akten, Tagebücher oder was du sonst noch so an geschriebenen Kram im Spiel findest, gespeichert. Du kannst diese Sachen lesen oder sie löschen, wenn du sie nicht mehr als wichtig erachtest. Psychische Belastbarkeit. In Tort gibt es keine als solche benannte Lebensanzeige. Es handelt sich hierbei mehr um ein Energiesystem, das ständig steigt oder sinkt. In Abhängigkeit davon, was alles auf die Heldin einströmt. Traurige, schockierende oder auch brutale Ereignisse bringen diesen Zustand zum Sinken. Beruhigende Ereignisse wiederum bringen ihn zum Steigen. Du musst also selbst entscheiden, was du der Heldin zutrauen willst. Hin und wieder gibt es die Möglichkeit, direkt auszuwählen. Andere Male hast du keine Wahl, negativen Events auszuweichen. Beruhigungsmittel stellen den Zustand einigermaßen wieder her. Erreicht die Belastbarkeit allerdings ihren niedrigsten Punkt, so erfährt die Heldin einen Nervenzusammenbruch und das Spiel ist zu Ende. Oh, sie ist dann echt fertig einfach. Wie du das Spiel erlebst, hängt also nicht nur von der eigenen Entscheidungsfreiheit, sondern auch von diesem Zustand ab. Ein bedachtes Spielen ist also gefordert. Manchmal zwingt dich der Zustand vielleicht sogar, den gewünschten Weg mit einem anderen zu tauschen. Der Zustand wird links im Menü mit einem Balken angezeigt. Geht es euch gut, so ist der Balken blau. Geht es euch eher mäßig, dann ist dieser grau eingefärbt. Und sollte der Heldin schlecht gehen, färbt sich der Balken gelb. Färbt er sich rot, hat die Heldin kaum noch eine Chance. Aber vielleicht ist auch ohne Beruhigungsmittel noch nicht alles verloren. So, wir wissen Bescheid, Freunde. Wie es hier in Tort abläuft. Wir gehen mal raus in den... Ah, wie es sich schon eklig anhört, gell? Das Badezimmer. Huh. Das Spiegelbild. Mein Spiegelbild. Ganz ehrlich, das ist schon ein perfekter Punkt, um einen zu erschrecken mit irgendeiner Fratze im Spiegel, gell? Ich muss jetzt nicht aufs Klo. Ich habe jetzt keine Lust dazu. Das ist eine Badewanne. Der Badeschrank ist leer. Unecht. So, wo ist Mama? Wo ist die Mutter hin? Ich weiß es nicht. Das ist Mamas Zimmer. Da muss ich nicht rein. Und hier ist gar keine Tür. Okay. Idyll. Der Fernseher ist an. Gott, ist der laut, ey. Huch. Wer hat denn den angemacht? Mach ihn aus. Gut. Da liegt ja ein Zettel. Ich glaube, den holen wir uns erstmal. Da steht etwas geschrieben. Bring doch bitte deine restlichen Sachen in den Keller. Die Umzugskartons werden um 5 Uhr abgeholt, Mama. Nun, das Zimmer ist schon leer, aber ich könnte diesen fürchterlichen Bären entsorgen. Machen wir jetzt. Was erledigt ist, ist erledigt. Um 5 Uhr, hm? Keine Ahnung, wie spät es jetzt ist.
Jetzt schon sein mag, verdammt. Was passiert hier? Oh, oh. Was ist hier los? Wer ist das? Wer bist du? Die sieht aus wie ich. Seltsam, was hier alles abgeht. Ab in den Keller erstmal. Hey! Lag da vorhin nicht noch ein Messer? Wo ist das Messer hin, verdammt? Das macht sie alles von allein, ich habe sie gerade nicht gesteuert. Sollen sich die Ratten daran erfreuen? Sollen sie meinen Keller? Ein Teddybär. Nichts Besonderes. Nichts weiter als prall gefüllte Umzugskartons. Nichts Besonderes. Nichts weiter als prall gefüllte Blablabla. Leere Bierflaschen. Kann mich nicht erinnern, dass wir dieses Dosenfutter mal gekauft hätten. Gekochter Mais. Dem Haltbarkeitsdatum nach hat es aber auch schon bessere Tage gesehen. Ja, wie ihr seht, will Judith und ihre Mutter ausziehen. Aber irgendwas stimmt hier einfach nicht. Ein ziemlich dichter Nebel da draußen. Fuck, die Tür ist zu. Mama hat die Schlüssel wohl mitgenommen. Oh, die Arme einfach eingesperrt. Sag mal, wo ist das Messer hin? Ich könnte schwören, hier hätte ein Messer gelegen. Guck, das sagt sie auch. Was soll ich denn bitteschön kochen? Meine Hände brauche ich nicht zu waschen. Meine Hände brauche ich nicht zu waschen. Ja, okay. Es befinden sich weder Gläser noch Geschirr in den Vitrinen. Ja, die scheinen alle jetzt schon eingeräumt. Oh fuck, Alter, habt ihr das gerade gesehen? Was war das? Das Telefon scheint nicht richtig zu funktionieren. Es zeigt nur das Besetzzeichen, egal was ich drücke. Ich erinnere mich an etwas Vages. Da seht ihr, ich habe schon einmal kurz gespielt, deswegen ist hier jetzt schon ein Speicherpunkt. Wir speichern einfach mal hier ab. Was war das zum Teufel? Fuck! Das Telefon. Hat immer so nicht funktioniert, oder? Hallo? Hallo? Schatz, ich bin's Mama. Aha. Oh fuck. Wir uns sehen bald? Bald. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Komm schon, geh weg. Bist du das wirklich du, Mama? Bist du das wirklich du? Aber natürlich. Wer sollte es denn sonst sein? Ein Verehrer aus vergangenen Tagen? Eine alte Schulfreundin? Oder jemand, der eins versagte? Was hat das zu bedeuten? Mama, du! Alter, was ein riesen Telefon eigentlich, ja? Hoffentlich sehen wir uns wirklich bald. Hier haben wir nichts, oder? Hm, ist auch zu. Fuck, diese zweite Gestalt ist hochgelaufen. Wir laufen einfach mal hinterher. Hallo? Nee, ist immer noch zu. Gehen wir mal in unser Zimmer, aber haben wir hier was? Hm. Er ist warm. So als hätte erst kürzlich jemand darauf Platz genommen. Hat jemand beim Schlafen zugeschaut? Ekelhaft. Was geht hier nur vor? Ihr merkt es, die Atmosphäre in dem Spiel ist echt Bombe. Gott, ich frag mich jetzt, ich zähle schon die Sekunden, bis hier eine Fratze auftaucht und uns erschreckt. Kann mich gar nicht erinnern, das Wasser eingelassen zu haben. Oh. Wie auch immer, ich glaube, ich habe es echt nötig. Ein Bad nehmen. Ja, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Deswegen machen wir das jetzt auch. So, gute Judith.
Mach dich frei und steig in die Wand und entspann dich erstmal. Weil ich glaube, das war echt Horror. Irgendetwas ist geschehen. Ich fühle mich verändert. Als hätte ich Dinge vergessen. Wichtige Erinnerungen. Ich muss mit Mutter sprechen. Das ist Wahnsinn. Die Silent Hill Musik. Ich finde sie super. Wer bist du? Hast du das gerade gesehen? Da steht noch jemand in der Badewanne. Was ist das? Das ist Wasser oder was soll das sein? Wo die Person ist weg. Ich hasse diese Stadt. Es geht ja nur vor sich. Sie macht mich krank. Aber nicht mehr lang. So, genug gebadet. Gott, ey, ich frag mich echt, wann das passiert. Guck, ich hab's doch gewusst! Was? Was war das? Wahnsinn. Die Arme ist total am Ende. Sie will hier nur noch weg. Ist alles viel zu viel. So, ich kann wieder laufen. Perfekt. Das Wasser ist trüb. Jetzt muss ich nicht aufs Klo. Okay. Hallo? Es geht ja nur vor sich, ey, ganz ehrlich, Leute. Wir gehen mal runter speichern. Wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Das kam von unten. Was war das? Oh, scheiße. Ist mir egal, was es war. Ich erstmal speichern. So. Das Messer ist wieder da. Ist das Blut? Ein blutverschmiertes Messer. Aber von wo kommt das? Ist vielleicht im Keller irgendwas? Alter, das Licht ist aus, Mann. Wo ist der Schalter? Ah, da ist er ja. Was ist denn hier passiert? Der Teddy! Wieso hat er Blut? Wow. Was ist denn hier passiert? Er blutet ja. Teddy, alles okay? Ekelhaft. Boah, guck, seht ihr? Ihr geht's gerade nicht so gut. Das war etwas, was sie jetzt gerade ein bisschen kaputt gemacht hat. Dieser Bär. Was ist das, irgendwas mit dem Messer hier zu tun? Der wird mit dem Messer hier getötet. Der Staub auf dem Einschaltknopf ist verwischt. Leere Bierflaschen. Die haben ein bisschen, glaube ich, zu viel getrunken, oder? Überall Bierflaschen und so weiter. Fuck you, TV! Mach ihn wieder aus. Na sowas.
Hat er sich von selbst eingeschaltet? Oh Gott! Ah! Oh Gott!